Monroe an Voyager. Wo ist mein Team, Tuvok? Es ist sicher auf der Voyager. Wir haben Schwierigkeiten, sie durch die Antilepton-Interferenz zu transportieren. Wir mussten ihr Muster zurück zum Borgschiff schicken. Wohin in das Borgschiff? Zum Zentralplexus der Borg. Ihr primäres Ziel ist, ihre Anwesenheit zu verbergen. Zu spät. Ach du, was kommt denn jetzt, ey? Ach du, fuck. Oh Gott, ein Riesenborg. Schuhgröße 90. Boah. Der war wohl bestimmt nicht leicht zu assimilieren. Wir sind die Borg. Ja. Die Existenz in der ihnen bekannten Form ist vorüber. Wir werden ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unsrigen hinzufügen. Widerstand ist zwecklos. Hör mal zu, Freundchen. Du kannst mir nicht mit deiner Schuhgröße nicht imponieren. So, irgendwie ist die KI hier ein bisschen blöd und stellt sich dahin, um mich von da zu beschießen, aber wir nehmen einfach das hier. Modulierendes. Schießen drauf. So, erster Teil. Ui. Ein Teil der Panzerung verloren. Ist zwecklos. Sie werden assimiliert. So. So zerlegen wir Stück für Stück den Borg hier. Aua! Modulier bitte ein bisschen schneller. Dit. Tja, anscheinend ist wohl dein Sprachkortex gestört worden, ne? Wow. Locker bleiben. Wow. Ja, du bleibst schön da oben. Während ich mich hier schön heile. Wo ist unser nächster Knoten? Hier. Also, so ist der Bosskampf eigentlich richtig leicht. So, hallo. Puff. Wo bist du denn? Da oben. Tja, anscheinend hat schon einen Teil des Schädels verloren. Einen Teil seines Arms. Also... Da kann man ja froh sein, dass er es noch eine 16er-Freigabe gekriegt hat. Da war wohl die USK diesmal ein bisschen großzügig. Ja, da muss man aufpassen. Kommt einem von hinten angesprungen. Erstmal gucken. Heilen bitte. Wow! Das war fies jetzt. Duscha! Und Duscha! Na komm schon, ach. Mist! Du lebst immer noch. Tja, da kannst du ihn schmorkeln. Assimilation ist zwecklos. Yeah. Voyager an Monroe. Die Interferenz ist weg. Bereit machen für Transport.
Okay, Voyager, fliegen wir heim. Tja, das war's mit dem Super Borg. Der Schmork schmuckelt erstmal vor sich hin mit seiner Schuhgröße 90. Na, ein bisschen besser geworden. Vorher war es, glaube ich, 24. Zugriff auf Elkars System. Cutscene. Zufriedenstellend. Die Sternenflotte ist relativ zufrieden. Relativ? Hier sind Ihre neuen Aufgaben. Murphy, Sie werden die Sicherheitstruppe auf der USS Dallas befehligen. Chell? Sie lösen das Hazard-Team auf? Präzise. Chell, Sie werden dem Forschungsaußenposten im Guernica-System zugeteilt. Nicht einmal einem Schiff? Präzise. Monroe, Sie werden Kleingruppentaktiken an der Sternenflottenakademie unterrichten. Und Tuvok wird Mathematiklehrer? Monroe als Ausbilder junger Kadetten? Präzise. So ist er am besten eingesetzt. Leben zu retten ist also unnütz. Lesen Sie Janeways Bericht. Sie sagte, das Hazard-Team sei eine lebensnotwendige Einrichtung. Präzise. Lebensnotwendig für den Delta-Quadranten. Ihr Hazard-Team basierte auf nicht vorschriftsmäßigen Taktiken. Und nicht auf sogenannten Sternenbasen zur Verstärkung. Präzise. Hier im Alpha-Quadranten sind die traditionellen Außenteams ausreichend. Das Hazard-Team unternimmt Missionen, die zu heiß für traditionelle Außenteams sind. Es gibt kein Hazard-Team. Oh doch, und es ist Ihnen deutlich überlegen. Was? Was meinen Sie? Ganz ruhig. Stamets, was Captain Janeway geschätzt hat, war unsere Fähigkeit zu flexiblen Taktiken in jeglichen Situationen. Präzise. Solch extemporierte Taktiken sind nicht mehr länger angebracht. Sie sollten dankbar sein, dass wir überhaupt noch einen Platz für sie haben. Warum sind sie nicht dankbar, sich nach 7 langen und anstrengenden Jahren zu erholen? Verstehe ich gar nicht. Präzise. Sie verstehen das nicht. Überhaupt nicht. Tja, kommen auf der Erde zurück, sind wir quasi fast arbeitslos, haben einen neuen Job als Lehrer auf der Akademie erhalten. Hazard-Team gibt's nicht mehr. Ich kann es nicht glauben, dass er das Hazard-Team einfach auflöst. Kommen Sie schon, Monroe. Lassen Sie mich 5 Minuten allein mit ihm. Wollen Sie unbedingt in die Arrestzelle kommen? Chang hat recht. Irgendetwas müssen wir unternehmen. Wie kann jemand so inkompetent sein und doch einen so wichtigen Posten haben? Vielleicht schaffen wir es, dass er wegen Schluderei gefeuert wird. Hey, selbst im Kampf gegen die Borg war Chell nie so blutrünstig. Ich werde beim Sternenflottenkommando ein Gesuch einreichen. Irgendjemand da oben wird doch wohl vernünftig sein. Und was, wenn das nicht klappt? Dann müssen wir eine schwere Entscheidung fällen. Verdammt. Du sagst es, Chang. Naja. Tja, meinen Sie wirklich, dass es Terzi gelingen könnte, die Sternflotte dazu zu bewegen, ihren Entschluss zu überdenken? Danke, Computer, dass du einfach mal dazwischen quatscht, ne? Aber egal. Ab zum Haupteingang. Erdgeschoss.
Wo ist jetzt der Besuch? Ich grüße Sie, Lieutenant. Tuvok! Tuvok, was tun Sie denn hier? Ich habe auf dem Weg nach Vulkan noch Zeit für einen kurzen Zwischenstopp. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer neuen Aufgabe. Danke, aber ich will den aktiven Dienst nicht aufgeben, um Lehrer zu werden. Es gibt wenige Aufgaben, die dankbarer sind als das Lehren. Aber ich werde meinen Kollegen von Ihrer misslichen Lage berichten. Danke, Tuvok. Ich meine nur, dass ich hier draußen zu mehr zu gebrauchen bin. Die Akademie bietet die Möglichkeit zum Kontakt mit vielen bekannten Persönlichkeiten. Auch dort werden Talent und Unternehmungsgeist gewürdigt. Commander Tuvok, bitte an Startrampe 2 melden. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Die Ehre war ganz meinerseits, Lieutenant Monroe. Leben Sie lange und in Frieden. Sie auch, Tuvok. Lieutenant Monroe, melden Sie sich im Büro des Direktors. Mach ich. Danke. Kaum zu glauben. Die Voyager hat es nach all den Jahren tatsächlich nach Hause geschafft. Wie mag das Leben dort gewesen sein? So lange, so weit weg von zu Hause. Ich würde mich liebend gern mal mit der Crew zusammensetzen und mir ihre Abenteuer anhören. Ja. Sie sind sicher überall in der Föderation sehr gefragt. Wer als Offizier auf dem Schiff gedient hat, kann sich jetzt wahrscheinlich seine neuen Posten selbst aussuchen. Ob es nach all der Aufregung überhaupt möglich ist, sich wieder in den normalen Dienst zu fügen? Entschuldigung. Hi, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Entschuldigung. Hallo. Ja, wolltest du noch mit dir reden? Hallo. Noch jemand nicht? Pff, Kadetten. Oh, darf ich präsentieren? San Francisco müsste, glaube ich, jetzt nach meiner Zeitrechnung 2073, 71, 7 Jahre später, entweder 77 oder 78 sein. 2377 oder 78. Tja, könnt ihr mal sehen. Wir haben jetzt 2010, also 368 Jahre. 368 Jahre, da, toll. Eine lange Zeit. Dann sieht's so schön aus. Naja. Alles Utopie, leider. Wird leider nie passieren. Direktorenbüro. Volle Erlaubnis. Ich möchte wirklich wissen, was das für ein Gefühl ist. Bitte verstehen Sie doch, die meisten Betazoiden setzen die Telepathie nur widerwillig gegen Völker ein, die sie nicht besitzen. Das hat in der Vergangenheit schon Kriege und Tod herbeigeführt. Zu viele von uns wurden von denen, die unsere Kräfte fürchteten, in Konzentrationslager gepfercht. Wir haben gelernt, die Privatsphäre anderer Völker zu achten. Es bedeutete für uns einen wichtigen Fortschritt, als wir lernten, die Privatsphäre anderer zu achten. Wir haben gelernt, dass alle Völker das Recht auf ihre eigenen Gedanken haben und dass man diese weder manipulieren noch von außen betrachten darf. Aber wenn Sie darauf bestehen, können wir es versuchen. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn Sie meine Gedanken lesen. Aber nur für einen kurzen Moment. Und? Das ist süß. Das kann man auch mit Worten sagen, aber egal. Auditorium, Headmaster. Ups. Lieutenant Monroe zur Stelle, Sir. Ah, freut mich, Sie kennenzulernen, Lieutenant. Ich habe Ihren Lehrauftrag für Sie. Sie werden die Kadetten in Kleingruppentaktiken unterrichten. Nett. Telsia an Monroe. Könnten Sie mich im Hof treffen? Die Sternenflotte hat unser Gesuch beantwortet.